den Wagen im Wald stehen, und er überprüfte die Patronen in den Kammern der Revolvertrommel, die hölzernen und die echte. Sie lauschten. Der Rauch stand senkrecht in der stillen Luft. Keinerlei Geräusch. Auf dem von den jüngsten Regenfällen weichen Laub waren ihre Schritte lautlos. Er drehte sich um und sah den Jungen an, das kleine, schmutzige Gesicht mit angstvoll geweiteten Augen, in einiger Entfernung schlugen sie einen Kreis um das Feuer, der Junge an seine Hand geklammert. Er ging in die Hocke, legte den Arm um ihn, und sie lauschten lange. Ich glaube, Sie sind weg, flüsterte er. Was? Ich glaube, Sie sind weg. Wahrscheinlich hat einer Schmiere gestanden. Es könnte eine Falle sein, Papa. Okay, warten wir eine Weile. Sie warteten. Zwischen den Bäumen hindurch konnten sie den Rauch sehen. Aufkommender Wind strich über die Hügelspitze, der Rauch drehte, und sie konnten ihn riechen. Außerdem rochen sie Gebratenes. Schlagen wir einen Kreis, sagte der Mann. Kann ich dich bei der Hand halten? Ja, natürlich. Der Wald bestand nur aus verbrannten Stämmen. Es war nichts zu sehen. Ich glaube, Sie haben uns gesehen, sagte der Mann. Ich glaube, Sie haben uns gesehen und sind abgehauen. Sie haben gesehen, dass wir einen Revolver haben. Sie haben Ihr Essen zurückgelassen. Ja. Sehen wir es uns mal an. Ich habe richtig Angst, Papa. Da ist niemand. Keine Sorge. Sie traten auf die kleine Lichtung, der Junge an seine Hand geklammert. Bis auf das schwarze Ding, das über der Glut auf einem Spieß steckte, hatten die Leute alles mitgenommen. Er stand da und schaute prüfend in die Runde, als der Junge sich zu ihm umdrehte und das Gesicht an seinem Körper vergrub. Mit raschem Blick versuchte er festzustellen, was passiert war. Was ist denn? fragte er. Was ist denn? Der Junge schüttelte den Kopf. Oh Papa, sagte er. Der Mann sah genauer hin. Was der Junge gesehen hatte, war der verkohlte Leib eines Kleinkindes ohne Kopf ausgeweidet und auf dem Spieß langsam schwärzer werdend. Er bückte sich, nahm den Jungen auf den Arm und lief, während er ihn fest an sich drückte, in Richtung Straße los. Es tut mir leid, flüsterte er. Es tut mir leid. Er wusste nicht, ob der Junge je wieder etwas sagen würde. Sie kampierten an einem Fluss, und er saß am Feuer und lauschte den im Dunkeln fließenden Wasser. Es war kein sicherer Ort, da das Geräusch des Flusses jedes andere übertönte, aber er glaubte, dass es den Jungen aufheitern würde. Sie aßen den letzten Rest ihrer Vorräte, dann studierte er die Karte. Er maß die Straße mit einem Stück Schnur, betrachtete sie und maß nach. Immer noch eine lange Strecke bis zur Küste. Er wusste nicht, was sie dort vorfinden würden, er schob die Kartenteile zusammen und steckte sie wieder in den Plastikbeutel, dann saß er da und starrte in die Glut. Am folgenden Tag überquerten sie auf einer schmalen Eisenbrücke den Fluss und gelangten in ein altes Fabrikstädtchen. Sie durchsuchten die Holzhäuser, fanden aber nichts. Auf einer Veranda saß ein Mann in einem Overall, seit Jahren tot. Er wirkte wie eine Strohpuppe, zur Ankündigung irgendeines Feiertags hierher gesetzt. Sie gingen an der langen, dunklen Wand der Fabrik entlang, deren Fenster zugemauert waren. Vor ihnen stob der feine, schwarze Ruß die Straße hinunter. Am Straßenrand verstreut die unterschiedlichsten Dinge elektrische Geräte, Möbelstücke, Werkzeuge, vor langer Zeit von Pilgern auf dem Weg in ihrem je verschiedenen, kollektiven Tod zurückgelassen. Noch vor einem Jahr hätte der Junge zuweilen etwas aufgehoben und es eine Zeitlang bei sich getragen, doch inzwischen tat er das nicht mehr. Sie setzten sich hin, ruhten aus, tranken den letzten Rest ihres sauberen Wassers und ließen den Plastikkanister auf der Straße stehen. Der Junge sagte: Wenn wir das kleine Kind gefunden hätten, Hätte es mit uns kommen können. Ja. Wo haben Sie es gefunden? Der Mann gab keine Antwort. Könnte es irgendwo noch eins geben? Ich weiß nicht. Möglich ist es. Was ich über diese Leute gesagt habe, tut mir leid. Welche Leute? Die Leute, die verbrannt sind, die auf der Straße getroffen worden und verbrannt sind. Ich wusste gar nicht, dass du etwas Schlechtes über sie gesagt hast. Es war nichts Schlechtes. Können wir jetzt weitergehen? Okay. Möchtest du im Wagen fahren? Es geht schon. Warum fährst du nicht ein Weilchen? Ich habe keine Lust. Es geht schon. Im Flachland träges Wasser, die sumpfigen Stellen am Straßenrand reglos und grau. Die Flüsse der Küstenebene in bleierner Schlangenlinie auf dem verödeten Farmland. Sie gingen weiter. Vor ihnen, wo die Straße abfiel, befand sich ein Schilfdickicht. Ich glaube, da ist eine Brücke, sagte er. Wahrscheinlich ein Bach. Können wir das Wasser trinken? Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Es macht uns doch nicht krank. Das glaube ich nicht, aber der Bach könnte auch trocken sein. Kann ich vorausgehen? Ja. Natürlich. Der Junge lief los. Er hatte ihn lange nicht mehr rennen sehen. Mit abgespreizten Ellbogen flappte er in seinen zu großen Tennisschuhen dahin. Dann blieb er, den Blick nach vorn gerichtet, stehen und kaute auf der Lippe. Das Wasser war kaum mehr als ein Rinnsal. Er konnte sehen, dass es sich leicht bewegte, wo es in eine unter der Straße hindurch verlaufende Betonröhre floß und er spuckte hinein, um sich zu vergewissern, dass es sich tatsächlich um fließendes Wasser handelte. Er holte ein Stück Tuch und ein Plastikgefäß aus dem Wagen, spannte das Tuch über die Öffnung des Gefäßes, tauchte es ein und sah zu, wie es sich füllte. Er hob das triefende Gefäß hoch und hielt es ins Licht. Das Wasser sah gar nicht schlecht aus. Er nahm das Tuch weg und reichte dem Jungen das Gefäß. Na los, sagte er. Der Junge trank und reichte das Gefäß zurück. Trink noch etwas. Erst du, Papa. Okay. Sie saßen da, filterten die Asche aus dem Wasser und tranken, bis sie nichts mehr aufnehmen konnten. Der Junge legte sich rücklings ins Gras. Wir müssen weiter. Ich bin richtig müde. Ich weiß. Er saß da und betrachtete ihn. Sie hatten seit zwei Tagen nichts mehr gegessen. Noch zwei Tage und sie würden körperlich abbauen. Durch das Röhricht kletterte er die Uferböschung hinauf, um einen Blick auf die Straße zu werfen. Dunkel, schwarz und spurlos zog sie sich durch das offene Land. Der Wind hatte Asche und Staub vom Belag geweht. Früher einmal fruchtbarer Boden. Nirgendwo ein Zeichen von Leben. Es war keine Gegend, die er kannte. Die Namen der Städte oder Flüsse. Komm, sagte er. Wir müssen weiter. Sie schliefen immer mehr. Mehr als einmal erwachten sie auf der Straße liegend, wie Verkehrsopfer. Der Schlaf des Todes. Er setzte sich auf und griff nach dem Revolver. Im bleiernen Abend stand er da, die Ellbogen auf den Wagengriff gestützt, und schaute über die Felder hinweg auf ein knapp zwei Kilometer entferntes Haus. Gesehen hatte es der Junge, von dem Rußvorhang mal verhüllt, Mal den Blick freigegeben, wie ein Haus in einem ungewissen Traum. Er stützte sich auf den Wagen und sah den Jungen an. Dorthin zu gelangen, würde sie einiges an Anstrengung kosten. Sie müssten ihre Decken mitnehmen, irgendwo unterwegs den Wagen verstecken. Sie könnten vor Einbruch der Dunkelheit dort sein, aber zurückkommen würden sie dann nicht mehr. Wir müssen es uns ansehen. Wir haben keine Wahl. Ich will nicht. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Ich habe keinen Hunger. Nein, du bist am Verhungern. Ich will nicht dorthin, Papa. Dort ist niemand. Versprochen. Woher weißt du das? Ich weiß es eben. Die könnten dort sein. Nein, sind sie nicht. Keine Sorge. In ihre Decken gehüllt, machten sie sich nur mit dem revolver und einer wasserflasche bewaffnet auf den weg über die felder die ein letztes mal gepflügt worden waren stoppeln standen aus dem boden und von ost nach west waren noch die schwachen spuren der scheibenegge erkennbar es hatte kürzlich geregnet die erde unter ihren füßen war weich er hielt den blick auf den boden gerichtet und es dauerte nicht lange bis er stehen blieb und eine pfeilspitze aufhob er spuckte darauf, wischte am Saum seiner Hose die Erde davon ab und gab sie dem Jungen. Sie bestand aus weißem Quarz und war noch immer so vollkommen wie am Tag ihrer Herstellung. Es gibt noch mehr, sagte er. Schau auf den Boden, du wirst schon sehen. Er fand zwei weitere: grauer Flint, dann eine Münze oder einen Knopf, dicke Grünspankruste. Er kratzte mit dem Daumennagel daran. Es war eine Münze. Er zog sein Messer und schrappte vorsichtig den Belag ab. Die Legende war spanisch. Er öffnete den Mund, um dem voraustrocknenden Jungen darauf aufmerksam zu machen, doch dann blickte er um sich auf das graue Land und den grauen Himmel, ließ die Münze fallen und beeilte sich, den Jungen einzuholen. Sie standen vor dem Haus und betrachteten es. Eine kiesbestreute Zufahrt, die Richtung Süden abschwenkte. Eine Ziegelsteinlodger eine Doppeltreppe, die in elegantem Schwung zum Portikus hinaufführte. Auf der Rückseite des Hauses eine Dependance aus Ziegelstein, die vielleicht einmal als Küche gedient hatte. Dahinter eine Blockhütte. Er machte einen Schritt die Treppe hinauf, doch der Junge zog ihn am Ärmel. Können wir eine Weile warten? Okay. Aber es wird langsam dunkel. Ich weiß. Okay. Sie setzten sich auf die Treppe und blickten auf das Land hinaus. Es ist niemand da, sagte der Mann. Okay. Hast du immer noch Angst? Ja. Uns passiert schon nichts. Okay. Sie gingen die Treppe hinauf in den breiten, mit einem Fußboden aus Ziegelstein ausgestatteten Portikus. Die Tür war schwarz gestrichen und wurde von einem Hohlblock offen gehalten. Trockenes Laub und Unkraut waren in das Haus geweht worden. Der Junge klammerte sich an seine Hand. Warum ist die Tür offen, Papa? Sie ist es eben. Wahrscheinlich steht sie schon seit Jahren offen. Vielleicht haben sie die letzten Bewohner offen gehalten, um ihre Sachen hinauszuschaffen. Warten wir lieber bis morgen. Komm schon. Wir sehen uns nur rasch um, bevor es zu dunkel wird. Wenn wir das Gelände sichern, können wir vielleicht sogar ein Feuer machen. Aber wir bleiben nicht im Haus, oder? Wir müssen nicht im Haus bleiben. Okay. Trinken wir einen Schluck Wasser. Okay. Er nahm die Flasche aus der Seitentasche seines Parkers, schraubte den Deckel ab und sah zu, wie der Junge trank. Dann nahm er selbst einen Schluck, schraubte den Deckel wieder auf, nahm den Jungen bei der Hand und betrat mit ihm die verdunkelte Eingangshalle. Hohe Decke. Ein importierter Kronleuchter. Am oberen Treppenabsatz befand sich ein großes palladianisches Fenster, dessen Form vom letzten Tageslicht ganz schwach auf die Treppenhauswand geworfen wurde. Nach oben müssen wir aber nicht gehen, oder? flüsterte der Junge. Nein, morgen vielleicht. Wenn wir das Gelände gesichert haben? Ja, okay. Sie betraten das Wohnzimmer, unter der verschlammten Asche der Umriss eines Teppichs mit Leintüchern verhüllte Möbel, an den Wänden fahle Rechtecke, wo einmal Bilder gehangen hatten. In dem Zimmer auf der anderen Seite des Foyers stand ein Konzertflügel. Ihre eigenen Gestalten wurden in dem dünnen, wässrigen Glas des Fensters dort in Teile zerlegt. Sie traten ein und blieben lauschend stehen. Sie wanderten durch die Zimmer wie skeptische Hauskäufer und blieben immer wieder stehen, um durch die großen Fenster auf das sich verdunkelnde Land hinauszublicken. In der Küche gab es Besteck, Kochgeschirr und englisches Porzellan, eine Speisekammer, deren Tür leise hinter ihnen zufiel, gefliester Boden, Reihen von Regalen und in den Regalen mehrere Dutzend große Einweggläser. Er durchquerte den Raum, nahm eines in die Hand und pustete den Staub herunter. Grüne Bohnen. In den ordentlichen Reihen außerdem rote Paprikastücke, Tomaten, Mais, neue Kartoffeln, Okra. Der Junge sah ihm zu. Der Mann wischte den Staub von den Deckeln der Gläser und drückte mit dem Daumen darauf. Es wurde rasch dunkel. Er trug zwei Gläser zum Fenster, hielt sie hoch und drehte sie. Er sah den Jungen an. Kann sein, dass die giftig sind, sagte er. Wir werden alles gründlich kochen müssen. Ist das okay? Ich weiß nicht. Was willst du denn tun? Das musst du sagen. Das müssen wir beide sagen. Meinst du, die Sachen sind okay? Ich denke, wenn wir sie gründlich kochen, können wir sie essen. Okay. Warum glaubst du, hat sie niemand gegessen? Ich glaube, dass niemand sie gefunden hat. Von der Straße aus kann man das Haus nicht sehen. Wir haben es aber gesehen. Du hast es gesehen. Der Junge musterte die Gläser. Was meinst du? Fragte der Mann. Ich denke, wir haben keine Wahl. Ich denke, du hast recht. Gehen wir Holz holen, bevor es noch dunkler wird. Sie trugen zickarmvoll toter Äste die Hintertreppe hinauf und durch die Küche ins Esszimmer machten sie klein und stopften den Kamin voll. Er entzündete das Feuer. Rauch ringelte sich nach oben über den bemalten Holzsturz, stieg zur Decke auf und ringelte sich wieder nach unten. Er fachte die Flammen mit einer Zeitschrift an, bald begann der Rauchfang zu ziehen, und das Feuer prasselte und erleuchtete Wände, Decke und den Glaskronenleuchter mit seinen unzähligen Facetten. Die Flammen ließen das dunkle Glas des Fensters aufscheinen, vor dem die Silhouette des Jungen mit hochgezogener Kapuze wie ein aus der Nacht hereingekommener Troll wirkte. Er schien von der Hitze wie betäubt. Der Mann zog die Leintücher von dem langen Empiretisch in der Mitte des Raums, schüttelte sie aus und machte daraus ein Nachtlager vor dem Kamin. Er setzte den Jungen auf den Boden, zog ihm die Schuhe aus und löste die schmutzigen Lumpen, mit denen seine Füße umwickelt waren. Alles okay, flüsterte er, alles okay. In einer Küchenschublade fand er Kerzen, zündete zwei davon an, ließ Wachs auf die Arbeitsplatte tropfen und klebte die Kerzen darin fest. Er ging nach draußen, schaffte mehr Holz herein und schichtete es neben dem Kamin auf. Der Junge hatte sich nicht gerührt. In der Küche gab es Töpfe und Pfannen. Er wischte einen Topf aus, stellte ihn auf die Arbeitsplatte und versuchte dann erfolglos, eines der Gläser zu öffnen. Er ging mit einem Glas grüne Bohnen und einem Glas Kartoffeln zur Haustür, kniete sich beim Licht einer in einem Trinkglas stehenden Kerze hin, hielt das erste Einwegglas schräg in den Spalt zwischen Tür und Türpfosten und klemmte es durch Zuziehen der Tür fest dann hockte er sich auf den boden der eingangshalle hakte den fuß hinter den äußeren rand der tür drückte sie gegen den deckel und drehte mit den händen das glas der geriffelte deckel rutschte am holz ab und raspelte kerben in den lack er wechselte den griff zog die tür fester heran und probierte es noch einmal wieder fand der deckel zunächst keinen halt dann aber griff er der Mann drehte langsam das Glas, dann nahm er es aus dem Spalt zwischen Tür und Türpfosten, schraubte den Deckelring ab und stellte es auf den Boden. Er öffnete das zweite Glas, stand auf und ging mit beiden in die Küche, in der anderen Hand das Glas mit der Kerze, deren Flamme flackerte und blackte. Er versuchte mit den Daumen den Deckel von den Gläsern zu lösen, doch sie saßen fest. Er fand, dass das ein gutes Zeichen war. Er setzte den Deckelrand auf die Kante der Arbeitsplatte, schlug von oben mit der Faust auf das Glas, der Deckel sprang ab und fiel auf den Boden. Er hob das Glas und schnupperte daran. Es roch köstlich. Er schüttete die Kartoffeln und die Tomaten in einen Topf, ging damit ins Wohnzimmer und stellte ihn aufs Feuer. Eine einzige brennende Kerze zwischen sich, saßen sie einander am Tisch gegenüber und aßen langsam aus Schalen von Knochenporzellan. Der Revolver lag griffbereit, als handelte es sich um irgendein Tischgerät, das sich erwärmende Haus knackte und ächzte, wie ein Geschöpf, das aus langem Winterschlaf geweckt wird. Der Junge nickte über seiner Schale ein, sein Löffel fiel klappernd auf den Boden. Der Mann stand auf, kam um den Tisch herum, trug den Jungen zum Kamin, legte ihn auf die Laken und deckte ihn mit den Decken zu. Er musste zum Tisch zurückgekehrt sein, denn dort wachte er in der Nacht auf, das Gesicht auf die verschränkten Arme gebettet. Es war kalt im Zimmer, draußen wehte ein kräftiger Wind. Die Fenster klapperten leise in ihren Rahmen, die Kerze war heruntergebrannt, das Feuer glühte nur noch. Er stand auf, legte Holz nach, setzte sich neben den Jungen, zog die Decken über ihn und strich ihm das schmutzige Haar zurück. Ich glaube, dass Sie vielleicht Ausschau halten, sagte er. Sie halten Ausschau nach etwas, dem selbst der Tod nichts anhaben kann, und wenn Sie es nicht sehen, werden Sie sich von uns abwenden und nicht zurückkommen. Der Junge wollte nicht, dass er nach oben ging, der Mann versuchte vernünftig mit ihm zu reden. Oben könnte es Decken geben, sagte er. Wir müssen nachsehen. Ich will nicht, dass du da hinaufgehst. Es ist niemand da. Es könnte aber jemand da sein. Es ist niemand da. Meinst du nicht, die Leute wären mittlerweile heruntergekommen? Vielleicht haben sie Angst. Ich sage ihnen, dass wir ihnen nichts tun. Vielleicht sind sie tot dann haben sie bestimmt nichts dagegen wenn wir uns ein paar sachen nehmen hör zu ganz gleich was es da oben gibt es ist besser darüber bescheid zu wissen als nicht darüber bescheid zu wissen warum warum weil wir keine überraschungen mögen überraschungen machen einem angst und wir wollen keine angst haben außerdem könnte es dort oben sachen geben die wir brauchen wir müssen nachsehen okay okay Einfach so? Auf mich hörst du doch sowieso nicht. Ich hab dir doch zugehört, aber nicht sehr genau. Es ist niemand da. Es ist seit Jahren niemand da gewesen. In der Asche sind keine Spuren, nichts ist angerührt worden. Im Kamin sind keine Möbel verbrannt worden. Es sind Nahrungsmittel da. In Asche halten sich keine Spuren. Das hast du selbst gesagt. Der Wind verweht sie. Ich gehe jetzt hinauf. Sie blieben vier Tage in dem Haus, aßen und schliefen. Im ersten Stock hatte er weitere Decken gefunden, und sie schleppten große Mengen Holz herein, das sie in der Zimmerecke aufschichteten, damit es trocknete. Er fand eine alte Spannsäge aus Holz und Draht, mit der er die toten Baumstümpfe zersägte. Die Zähne waren rostig und stumpf, und er setzte sich mit einer kleinen Rundpfeile ans Feuer und versuchte sie, ohne großen Erfolg, zu schärfen. Ein paar hundert Meter vom Haus entfernt gab es einen Bach, und er schleppte unzählige Eimer über die Stoppelfelder und durch den Schlamm, sie machten Wasser heiß, badeten in einem Raum neben dem hinteren Schlafzimmer im Erdgeschoss, er schnitt sich und dem Jungen die Haare und rasierte sich. Sie hatten Kleider, Decken und Kissen aus den Zimmern im ersten Stock und statteten sich neu aus, wobei er die Hose des Jungen mit seinem Messer auf die passende Länge kürzte. Er richtete am Kamin einen Schlafplatz ein und legte davor, als Kopfteil für ihr Bett und um die Wärme zu halten, eine hohe Schlafzimmerkommode auf die Seite. Es regnete die ganze Zeit. Er stellte Eimer unter die Fallrohre an den Hausecken, um frisches Wasser von dem alten Stehfalzmetalldach aufzufangen, und nachts konnte er den Regen in den oberen Zimmern trommeln und durch das Haus tropfen hören. Sie durchstöberten die Nebengebäude auf der Suche nach Nützlichem. Er fand eine Schubkarre, kippte sie um, drehte langsam das Rad und untersuchte dabei den Reifen. Der Gummi war glänzend und rissig, aber er glaubte, der Reifen könnte die Luft halten, durchwühlte alte Kisten und durcheinandergeworfene Werkzeuge, fand eine Fahrradpumpe, schraubte das Ende des Schlauchs auf den Ventilschaft des Reifens und begann zu pumpen. Um die Felge herum trat Luft aus, aber er drehte das Rad und ließ den Jungen den Reifen andrücken, bis der Wulst sich unter das Felgenhorn schob und er den Reifen aufgepumpt bekam. Er schraubte den Schlauch der Pumpe ab, drehte die Schubkarre um und rollte sie einmal hin und her, dann schob er sie nach draußen, damit der Regen sie sauber wusch. Als sie das Haus zwei Tage später verließen, hatte es aufgeklart, und sie machten sich mit der Schubkarre, die ihre neuen Decken und die in zusätzliche Kleider gewickelten Einweckgläser enthielt, auf den Weg die matschige Straße hinunter. Er hatte ein paar Arbeitsschuhe gefunden, der Junge trug blaue, vorn mit Lumpen ausgestopfte Tennisschuhe, und sie hatten frischen Betttuchstoff für Mundschutze. Auf der Asphaltstraße angelangt, mussten sie ein Stück zurückgehen, um den Einkaufswagen zu holen, aber nur knapp anderthalb Kilometer. Der Junge ging, eine Hand an der Schubkarre, neben ihm her. Das haben wir gut gemacht, was, Papa? sagte er. Ja, das haben wir. Sie aßen gut, hatten bis zur Küste aber noch einen langen Weg vor sich. Er wusste, daß er sich Hoffnungen machte, die unbegründet waren. Er hoffte, es würde heller werden, wo die Welt doch nach allem, was er wusste, täglich dunkler wurde. Einmal hatte er in einem Fotogeschäft einen Belichtungsmesser gefunden und gemeint, er könne damit über ein paar Monate hinweg Durchschnittswerte ermitteln, und er hatte ihn lange Zeit mit sich herumgetragen, weil er geglaubt hatte, irgendwann vielleicht Batterien dafür zu finden, aber das war nicht der Fall gewesen. Nachts, wenn er hustend erwachte, setzte er sich auf, die Hand zum Schutz gegen die Schwärze auf den Kopf gelegt, wie einer, der in einem Grab erwacht, wie jene exhumierten Toten seiner Kindheit, die man umgebettet hatte, um einem Highway Platz zu machen. Viele waren während einer Choleraepidemie gestorben und eilends in billigen Holzsärgen beerdigt worden, die verrottet waren und auseinanderfielen. Die nun ans Licht kommenden Toten lagen mit angezogenen Beinen auf der Seite, einige auch auf dem Bauch, die stumpfgrünen alten Kupfermünzen aus der Lade ihrer Augenhöhlen auf den fleckigen, fauligen Sargboden gefallen. In einer Kleinstadt standen sie in einem Lebensmittelladen, in dem ein ausgestopfter Hirschkopf an der Wand hing. Der Junge betrachtete ihn lange. Auf dem Boden lag zerbrochenes Glas, und der Mann ließ den Jungen an der Tür warten, während er mit den Füßen den Abfall durchstöberte, ohne jedoch etwas zu finden. Draußen standen zwei Zapfsäulen, und sie saßen auf der Betonfläche, ließen an einer Schnur eine kleine Blechdose in den unterirdischen Tank hinab, zogen sie herauf, gossen den Becher voll Benzin, den sie enthielt, in einen kleinen Plastikkanister und ließen sie wieder hinab. Sie hatten ein kurzes Rohrstück an der Dose befestigt, damit sie eintauchte und kauerten wie Affen, die mit Stöcken in einem Ameisenhaufen stochern, fast eine Stunde lang über dem Tank, bis der Kanister voll war. Dann schraubten sie den Deckel auf, stellten den Kanister auf den unteren Boden des Einkaufswagens und gingen weiter. Lange Tage. Offenes Land, wo die Asche über die Straße wehte, Nachts saß der Junge am Feuer, die Kartenstücke auf dem Schoß. Er kannte die Namen von Städten und Flüssen auswendig und maß täglich die zurückgelegte Wegstrecke. Sie aßen sparsamer, sie hatten fast nichts mehr übrig. Die Karte in der Hand stand der Junge auf der Straße. Sie lauschten mit heruntergezogenen Kapuzen, konnten aber nichts hören. Dennoch sah er nach Osten hin offenes Land, und die Luft war anders. Dann stießen sie hinter einer Biegung in der Straße plötzlich darauf und blieben stehen, während der Salzwind ihnen durch das Haar fuhr. Dort draußen war der graue Strand, an den unter fernem Rauschen stumpf und bleiern die langsamen Brecher heranrollten wie die Ödnis einer fremdartigen See, die sich an den Ufern einer gänzlich unbekannten Welt bricht. Draußen im Watt lag ein Tanker auf der Seite, dahinter der Ozean, weit, kalt und in schwerfälliger Bewegung, wie ein Faß voll langsam wogender Schlacke, dann die graue Kaltfront aus Asche. Er sah den Jungen an, er sah ihm die Enttäuschung am Gesicht an. Tut mir leid, dass es nicht blau ist, sagte er. Ist schon okay, sagte der Junge. Eine Stunde später saßen sie am Strand und starrten auf die Smogwand über dem Horizont. Sie hatten die Fersen in den Sand gestemmt und sahen zu, wie das öde Meer an ihre Füße spülte, kalt, trostlos, ohne Vögel. Er hatte den Einkaufswagen in dem Farndickicht hinter den Dünen stehen lassen, sie hatten Decken mitgenommen und saßen, in sie eingehüllt, im Windschatten eines großen Treibholzstammes. So saßen sie lange Zeit. Entlang dem Ufer der kleinen Bucht vor ihnen im Seetang aufgeworfene Haufen kleiner Knochen. Weiter weg salzgebleichte Brustkörbe, möglicherweise von Rindern. Grauer Salzreif auf den Felsen. Der Wind wehte, trockene Samenkapseln huschten über den Sand, verhielten und huschten weiter. Meinst du, es gibt da draußen vielleicht Schiffe? Das glaube ich nicht. Weit sehen könnten sie nicht? Nein. Was ist auf der anderen Seite? Nichts. Irgendwas muss doch dort sein. Vielleicht gibt es dort einen Vater und seinen kleinen Sohn, und sie sitzen am Strand. Das wäre okay. Ja, das wäre okay. Und es könnte sein, dass sie auch das Feuer bewahren? Das könnte sein, ja. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und deshalb müssen wir wachsam sein. Wir müssen wachsam sein. Ja. Wie lange können wir hier bleiben? Ich weiß nicht. Wir haben nicht mehr viel zu essen. Ich weiß. Dir gefällt es hier. Ja. Mir auch. Darf ich schwimmen gehen? Schwimmen. Ja. Du frierst dir sonst was ab. Ich weiß. Es ist bestimmt richtig kalt. Schlimmer, als du denkst. Das ist schon okay. Ich möchte dich nicht rausholen müssen. Du findest, ich soll es lassen. Nein, mach ruhig. Aber du findest, ich soll es lassen. Nein, ich finde, du sollst es tun. Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Er stand auf, ließ die Decke in den Sand fallen und zog sich Jacke, Schuhe und Kleider aus. Die Arme um sich geschlagen, hüpfte er nackt auf der Stelle, dann rannte er den Strand hinunter, so weiß die Knubbel seiner Wirbelsäule, scharfkantige, unter der blassen Haut arbeitende Schulterblätter. Nackt rannte er los und stürzte sich schreiend in die träge rollende Brandung. Als er herauskam, war er blau vor Kälte und seine Zähne klapperten, der Mann ging ihm entgegen, hüllte den Zitternden in eine Decke und drückte ihn an sich, bis er zu keuchen aufhörte. Doch als er den Jungen ansah, weinte dieser. Was ist denn? fragte er. Nichts. Nein, sag es mir. Nichts. Es ist nichts. Bei Einbruch der Dunkelheit machten sie an dem Baumstamm ein Feuer, Aßen Okra, Bohnen und die letzten eingemachten Kartoffeln. Obst hatten sie längst keines mehr. Sie tranken Tee, saßen am Feuer, schliefen im Sand und lauschten dem Rollen der Brandung in der Bucht, ihrem langsamen Aufrauschen und Anprallen. Nachts stand er auf und ging, in seine Decken gehüllt, bis zur Wasserlinie. Zu schwarz, um etwas zu sehen. Salzgeschmack auf den Lippen. Warten. Warten. Dann uferabwärts das langsam dröhnende Anbranden, das brodelnde Zischen, mit dem es über den Strand spülte und sich wieder zurückzog. Er dachte, daß es dort draußen noch Totenschiffe geben könnte, die mit herabhängenden Segelfetzen dahintrieben, oder Leben in der Tiefe, große Tintenfische, die sich in der kalten Dunkelheit über den Meeresboden fortbewegten, hin und her jagte wie Züge mit tellergroßen Augen, und vielleicht gingen jenseits dieses umschleierten An und Abschwellens ja tatsächlich ein anderer Mann und ein anderes Kind über den toten grauen Sand, schliefen nur ein Meer entfernt auf einem anderen Strand in der bitteren Asche der Welt, oder standen in ihren Lumpen da, für dieselbe gleichgültige Sonne verloren. Er erinnerte sich, wie er in einer solchen Nacht einmal vom Getrappel von Krabben in der Pfanne, in der er am Abend zuvor Steakknochen zurückgelassen hatte, aufgewacht war. Im auflandigen Wind das Pulsieren der schwachen, tiefroten Glut des Treibholzfeuers. Er lag unter einer Myriade von Sternen, der schwarze Horizont des Meeres, er stand auf, ging los, stand barfuß im Sand und sah zu, wie das ganze Ufer entlang die fahle Brandung erschien, schäumend anprallte und sich wieder verdunkelte. Zum Feuer zurückgekehrt, kniete er nieder, strich ihr das Haar glatt, während sie schlief, und sagte, wenn er Gott wäre, hätte er die Welt genau so und nicht anders eingerichtet. Als er zurückkam, war der Junge wach und hatte Angst. Er hatte gerufen, aber nicht laut genug, als dass der Mann ihn hätte hören können. Er legte die Arme um ihn. Ich habe dich nicht gehört, sagte er, wegen der Brandung. Er legte Holz nach und fachte das Feuer an, dann sahen sie, in ihre Decken gehüllt zu, wie sich die Flammen im Wind hin und her warfen, und etwas später schliefen sie. Am Morgen brachte er das Feuer wieder in Gang, sie aßen und betrachteten das Ufer. So kalt und regnerisch, wie es anmutete, unterschied es sich nicht sehr von Meereslandschaften der nördlichen Welt. Keine Möwen oder sonstige Seevögel. Die Uferlinie entlang verstreut oder in der Brandung, hin und hergeworfen, verkohlte, sinnlose Artefakte. Sie sammelten Treibholz, schichteten es, deckten es mit der Plane ab und machten sich auf den Weg den Strand entlang. Wir sind Strandgutsammler, sagte er. Was ist das? Das sind Leute, die am Strand entlang gehen und nach wertvollen Dingen suchen, die vielleicht angeschwemmt worden sind. Was für Dinge? Alles Mögliche, alles, was man irgendwie verwenden kann. Meinst du, wir finden etwas? Ich weiß nicht. Wir schauen mal. Schauen wir mal sagte der junge sie standen auf der mole und blickten nach süden in dem steinbecken das mähliche gekräusel einer grauen salzbrühe dahinter die langgezogene kurve des strandes grau wie lavasand der vom wasser kommende wind roch schwach nach jod das war alles er hatte keinerlei meeresgeruch auf den steinbrocken die überreste irgendeines dunklen tanks Sie überquerten die Mole und gingen weiter. Am Ende des Strandes versperrte ihnen eine felsige Erhebung den Weg, und sie verließen den Strand und nahmen einen alten Pfad zwischen den Dünen und dem toten Strandhafer hindurch, bis sie auf einer flachen Landzunge herauskamen. Unter ihnen eine gekrümmte Landspitze, verschleiert von dem dunklen Nebel, der das Ufer entlang wehte, und dahinter auf der Seite festliegend, der Rumpf eines Segelbootes. Sie kauerten beobachtend in den trockenen Grasbüscheln. Was sollen wir tun? fragte der Junge. Beobachten wir es erstmal eine Weile. Mir ist kalt. Ich weiß. Bewegen wir uns ein Stück weiter. Aus dem Wind heraus. Die Arme um den Jungen vor ihm gelegt, saß er da. Das tote Gras knisterte leise graue Ödnis dort draußen, das endlos sich hinziehende Meer. Wie lange müssen wir hier sitzen? fragte der Junge. Nicht lange. Glaubst du, es sind Leute auf dem Boot, Papa? Nein, das glaube ich nicht. Sie müssten ganz schräg stehen. Ja, das müssten sie. Kannst du da draußen irgendwelche Spuren sehen? Nein. Warten wir noch eine Weile. Mir ist kalt während sie den halbmondförmigen strand entlang marschierten hielten sie sich auf dem festeren sand unterhalb des spülsaums ihre kleider flatterten leise als sie stehen blieben glasschwimmer mit einer grauen kruste überzogen die knochen von seevögeln an der flutlinie ein gewirr aus seetang und millionen von fischgräten das sich wie eine isokline des todes am ufer hinzog so weit das auge reichte ein riesiges salziges Grab, sinnlos, sinnlos. Vom Ende der Landzunge bis zu dem Boot waren es vielleicht 30 Meter offenes Wasser. Sie standen da und betrachteten das Boot, etwa 20 Meter lang, abgetakelt bis auf das Deck und in drei bis vier Metern tiefem Wasser auf der Seite liegend. Es war einmal ein Zweimaster gewesen, aber die Masten waren knapp über dem Deck abgebrochen und von den Aufbauten waren nur noch ein paar Messingklampen und einige Stützen der Reling entlang dem Deckrand geblieben. Das und der Stahlreifen des Steuerrades, der Achtern aus der Pflicht ragte. Er drehte sich um und musterte den Strand und die Dünen dahinter. Dann gab er dem Jungen den Revolver und begann, seine Schnürsenkel zu lösen. Was hast du vor, Papa? Ich sehe es mir mal an. Kann ich mitkommen? Nein, ich möchte, dass du hier bleibst. Ich möchte aber mitkommen! Du musst Wache halten, außerdem ist das Wasser tief. Werde ich dich sehen können? Ja, ich werde immer wieder nach dir schauen, um mich zu vergewissern, dass alles okay ist. Ich will aber mit! Er hielt inne. Das geht nicht, sagte er, unsere Kleider würden wegwehen. Irgendwer muß aufpassen. Er faltete alles zusammen und schichtete es aufeinander. Gott, war das kalt! Er bückte sich und küßte den Jungen auf die Stirn. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Halt einfach Ausschau. Er watete nackt ins Wasser, blieb stehen und machte sich damit nass. Dann stapfte er platschend weiter und tauchte kopfüber darin ein. Er schwamm den Stahlrumpf entlang, wendete und trat vor Kälte keuchend Wasser. Mitschiffs lag die Scheuerleiste knapp unter Wasser. Er zog sich bis zum Heckwerk. Der Stahl war grau und vom Salz aufgeraut, aber er konnte die verblaßten Goldbuchstaben ausmachen: Pacharo de Esperanza, Tenerife. Zwei Witz ohne Rettungsboot. Er packte die Scheuerleiste, zog sich an Bord drehte sich um und kauerte zitternd auf dem schrägen Holzdeck. Ein paar Stücke geflochtenes Kabel an den Spannschrauben abgerissen. Im Holz gezackte Löcher, wo es Ausrüstungsgegenstände herausgerissen hatte. Irgendeine schreckliche Kraft, die alles von Deck gefegt hatte. Er winkte dem Jungen zu, doch der winkte nicht zurück. Die Kajüte war niedrig mit gewölbtem Dach und Bullaugen an den Seiten. Er kauerte sich hin, wischte das graue Salz weg und schaute hinein, konnte aber nichts sehen. Er versuchte die niedrige Teakholztür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Er rammte sie mit seiner knochigen Schulter, er sah sich nach etwas um, womit er sie aufstemmen könnte, er zitterte unkontrollierbar und seine Zähne klapperten. Er überlegte, die Tür mit der Fußsohle einzutreten, entschied sich jedoch dagegen. Den Ellbogen an die Hand gestützt, rammte er die Tür erneut. Er spürte, wie sie nachgab, ganz leicht nur. Er machte weiter. Der Türpfosten splitterte auf der Innenseite, die Tür gab endlich nach, er stieß sie auf und stieg den Niedergang hinunter.